Ach, guck mal. Jetzt bin ich quasi wieder in dem Zimmer. Da war es ja schon einmal. Irgendwann vor langer Zeit. Das, was ich bei Zelda Endbossen immer so ein bisschen anstrengend finde, du hast so viele Items, finde mal das eine Item raus, was du gerade brauchst. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Die Frage ist jetzt wieder nach Hyrule zurück oder hier weiter? Was willst du in Hyrule? Ich weiß nicht, aber da ist ein Tor. Hätte man doch einfach in Hyrule ins Schloss gehen können und das alles abkürzen können? Wahrscheinlich nicht. Wäre aber lustig. Wahrscheinlich wären die ganzen Türen einfach zu gewesen. Hätten sie mal aufschließen sollen für mich. Ach, guck mal. Es riecht schon sehr Final Final. Der Thronsaal. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Du hast das Triforce des Mutes errungen, nicht wahr? Lass mich dir ein wenig von diesem Reich erzählen. In Laurel gab es einst ein goldenes Dreieck, das dem, der es berührt, seinen sehnlichsten Wunsch erfüllte. Man nannte es das Triforce. Jeder wollte diese Macht besitzen. Kriege wurden geführt und verwüsteten unser Reich. Dies grämte meine königlichen Vorfahren und so zerstörten sie den Auslöser des Krieges, das Triforce. Aber stellte sich heraus, dass das ein großer Fehler war. Das Triforce enthält die Macht der Götter. Auf ihm ruht die Welt. Und diesen Pfeiler drohte Laurel der Untergang. Unsere Welt braucht das Triforce. Eines Tages erfuhren wir von der Existenz eines weiteren Triforce in einer anderen Welt. Kraft, Weisheit und Mut. Ich habe dich angeleitet, um an das Triforce des Mutes zu gelangen. Ich bin die Königin dieses Reiches. Es ist meine Aufgabe, den Fehler meiner Ahnen ungeschehen zu machen. Und du wirst mir dabei helfen. Ich wollte gerade sagen, Punkt 1, die haben ihr eigenes Reich quasi selber zerstört, indem sie das Triforce kaputt gemacht haben. Gut, konnten sie nicht wissen, sie haben es nur gut gemeint. Aber nichtsdestotrotz sind sie an ihrem Zustand selber schuld. Punkt 2, den ich eigentlich mir gerade gedacht habe, wenn die unser Triforce haben wollen, dann haben wir ja keins mehr. Dann ist ja Hyrule dem Untergang geweiht. Also irgendwie kann das ja auch keine gute Lösung sein. Das kann ihr ja egal sein. Aber bevor ich diesen Gedanken weiterführen konnte, haben mich die roten Augen des Todes angeguckt. Also so weit war ich gedanklich auch schon, dass das irgendwie kein guter Tausch ist. Aber okay, Hilda. Okay. Und nein, werde ich dir nicht geben. Du bist aber nicht Yuga tatsächlich. Du bist wahrscheinlich eher der Pre-Final Boss. Das wusste ich tatsächlich nicht. So ein bisschen was wusste ich über das Spiel. Aber dass Hilda tatsächlich... Ach so! So läuft der Hase! Dass Hilda tatsächlich böse ist, wusste ich nicht. Also dem muss man auch sagen, der war Skip Black Day. Nee. Also ich ging jetzt davon aus, okay, Hilda ist dann quasi Pre-Final Boss und Yuga ist Final Boss, aber das... Ja, okay, Hilda. Ist in Ordnung. Dann, gut, Laurel ist das komplette Gegenteil von Hyrule und dementsprechend ist sie das Gegenteil von Zelda, also vermutlich gar nicht mal so nett. Yuga, nimm mir das Triforce des Mutes ab. Nur so kann Laurel neu erstehen. Das hätte ich nicht Black Day skippen sollen. Ich meine, prinzipiell, sie hatte Ganon vor sich.
Der hat einen Triforce. Sie hat Zelda in der Wand mit dem anderen Triforce. Ui. Und ich habe auch noch eins. Der Stichangriff hat übrigens gerade 3 Herzen Schaden gemacht ohne deine Rüstung. Ja. Uiuiui. Wie soll man dem denn gut ausweichen? Weil in die Wand kann ich ja nicht. Blocken. Meinst du? Ich weiß nicht. Ich glaube ja eher nicht. Nein. Was macht man sinnvoll mit dem? Der hat mir jetzt schon so viel Schaden gemacht, ohne dass ich ihm überhaupt irgendwas mal gemacht hätte. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu gruselig gerade. Ansonsten so auf Distanz habe ich eigentlich schon die sinnvollsten Sachen ausgerüstet. Also kann ich eigentlich nur laufen. Heiner. Was ist eine gute Taktik für die Phase, Jan? Nicht auf seinen Speer hauen. Wirklich? Ja. Oder ansonsten immer zur Seite laufen, wenn er versucht, dich zu stechen. Aber so manchmal, wie jetzt zum Beispiel gerade, was hätte ich machen sollen? Er ist ja quasi in mir gespawnt. Das ist dann einfach Pech vom Spiel dann. Ansonsten halt immer gegen den Uhrzeigersinn um ihn herumlaufen, würde ich sagen. Weil er seine Waffe in der linken, rechten Hand hält. Und ich einen Gegner nie von der Seite angreifen würde, wo er seine Waffe hält. Der macht viel Damage. Ich weiß schon, warum man diese Rüstung bekommen hat. Aber leider, je nachdem, wie er manchmal spawnt, so wie jetzt die ganze Zeit, komme ich halt auch nicht weg. Das ist manchmal ein bisschen Glückssache. Ja, definitiv. Da hätte er mich jetzt aber nicht noch treffen dürfen. Bin ich der Meinung. Also so manchmal... Ist so eine Pixelsache, ob er dich jetzt noch trifft oder nicht. Also manchmal sehe ich... Oh, irgendwas anderes getriggert. Manchmal call ich Betrug, wie er mich noch trifft. Nase juckt. Nein, nimm deine Finger da weg. Du machst alles nur noch schlimmer. Okay. Aber ich kann sie leider auch gerade nicht kratzen. Aua! Jetzt sei doch nicht so. Aber macht der wirklich einfach so unendlich viel Damage und ist die Phase teilweise ein bisschen glücksbasierend, wo der spawnt, oder bin ich so schlecht? Ich frage mich, ob du seine normalen Schläge abblocken kannst mit dem Schild, wenn er einfach nur so ganz normal ausholt, ohne seine Omega-Aufladenergie. Ich glaube, den hast du abgeblockt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt so viel leichter finde. Ich meine, das ist kein Schaden. Aber ihn danach zu treffen, ist auch wieder die andere Sache. Ja, und jetzt ist so der Zeitpunkt gekommen. Ich hasse das nur, dass die mich noch treffen können.
auch schon lange nicht mehr gemacht. Während ich mich quasi, während ich ja noch sippe. Es ist unhöflich, Leute beim Sippen zu stören. Ich kann da nur leider auch nicht so viel zu sagen gerade. Ist auf jeden Fall gut Zuruf aus dem Chat, dass du das gut machst. Gib mir alle Mühe. Und ihr wisst ja, was wir blamen können, wenn es nicht funktioniert. Das Circuit Pad. Immer. Das nicht vorhandene Gummi. Noch nie im ganzen Spiel verwendet. Das wollte ich auch gerade sagen. Bitte spawnen Sie nicht direkt in mir. Gennen, Privatsphäre, Personal Space, now. Und der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern. Das Problem ist, ich glaube, seine Arme sind schon 1,5 Meter lang. Trotzdem, wenn er in mir steht, bin ich mir sicher, dass dieser Abstand nicht eingehalten wurde. Blocken! Was soll ich blocken? Also wenn er in dir steht und versucht dich zu schlagen. Ich reagiere aber nicht so schnell, weil ich den Finger gar nicht auf den Blockknopf habe. Achso. Ach ja, stimmt, du spielst ja nicht mit den Händen dauerhaft auf L und R. Nein, ich gehöre zu den ganz seltsamen Menschen, die ihre Finger hinterm 3DS haben und nicht auf L und R. Yuga, das Triforce der Kraft! Gib es mir! Schnell! Wenn es verloren geht, ist Laue dem Untergang geweiht. Was ist? Hilda, das Schicksal dieses hässlichen Reiches ist mir völlig gleichgültig. Mein Ziel war es, das Triforce zu vereinigen und mit seiner Macht die ganze Welt in ein Kunstwerk zu verwandeln. Und dir erlaube ich, das Kronjuwel dieses Kunstwerks zu werden. Das war schon irgendwie klar, dass er sie nicht hintergehen lässt. Ja, du bist wirklich schön. Hier sind der zweite Teil deines Triforce. Das ist das Mut-Teil, oder? Nee, Weisheit und Stärke hat er. Hat unsers ist noch bei uns? Ja. Achso, ich dachte, sie hat unsers eventuell auch schon an sich gesnackt. Endlich gehören sie mir, die größte Schönheit der Welt und die Macht der Götter. Das ist nicht gut, dass er zwei Teile hat. Normalerweise hat unsere Seite immer zwei. Und Zelda ist zumindest da, um Lichtpfeile zu schießen. Bleibt mir nur noch eines zu tun, dein unschönes Antlitz ein für alle Mal auszuradieren. Vielleicht ist deine zweite Phase ja etwas spannender als deine erste. Und ich muss nicht die ganze Zeit im Kreis rennen. Is it Ping-Pong-Time? Ja. Das ist das erbärmlichste Ping-Pong, was ich jemals gesehen habe. Jetzt haben wir es zurückgeschlagen. Oh. I see. Und ich glaube, die Phase hättest du mit dem besseren Kescher machen können. Scheiße, Mann, warum ist das so schnell? Ich glaube, du darfst aber auch irgendwie nicht mashen. Okay, versuchen wir es ohne mashen. Der ist schnell, der Sack. Eieiei, meine Reflexe. Wie ein Toaster. Das Ding beschleunigt aber echt hart. Ja. Nicht hinterher. Also ich weiß, was ich machen muss. Das ist ja sehr offensichtlich. Ich hatte aber das Gefühl, die sind einfach unterschiedlich schnell, die Dinger. Ach, da bist du.
Normalerweise ist das Ping-Pong doch jetzt nicht so das Problem. Also, dass man sich da... Ich schlag immer zu früh beim letzten. Dass man sich da ab und zu mal treffen lässt, ist ja normal. Aber ich lasse mich ja die ganze Zeit dauernd treffen davon. Habe ja noch nicht einen Treffer gelandet bei dem. Was muss der auch so scheiße lange mit mir Ping-Pong spielen? Ich bin gut im Tischtennis. Hoffen wir, dass er nur einmal mit mir Ping-Pong spielen möchte. Und dann keinen Bock mehr hatte, weil ich fünfmal einfach umgekippt bin dabei. Hätte ich auch keine Lust, mit mir Ping-Pong zu spielen. Jan, kannst du mich hören? Ich bin es, Zelda. Solange Yuga ein Bild ist, kannst du ihn mit deinen Waffen nicht verletzen. Verwende das hier. Lichtpfeile? Mit dem Bogen kenne ich mich jetzt aus. Aber fandest du auch, dass die Kugeln so rasant unterwegs waren? Die waren halt unterschiedlich schnell. Mal schnell, mal langsam. Das ist gemein. Aber ich habe jetzt meine Lichtpfeile. In diesem Bogen ruht das Licht des Triforce. Du musst Yuga innerhalb der Wand mit dem Lichtbogen bekämpfen. Nur so kannst du ihn besiegen. Innerhalb der Wand? Du wirst es ganz sicher schaffen, Jan. Innerhalb der Wand. Wie lustig! Also er sieht absolut hässlich aus. Was muss ich damit machen? Ihn nur einmal treffen? Reicht das? Nein. Ihn von vorne und hinten treffen? Achso, ja, okay. Damit hast du ihn wieder aus der Wand geschlagen. Einmal in den Arsch. Plötzlich spielen wir Toho. Sie. Nein. Ping-Pong again. Nein! Arsch! Ich werde besser gähnen. Leg dich nie mit dem Ping-Pong-Master an. Hallo? Was? Hä? In den Arsch. Also von vorne bringt gar nichts. Naja, beim ersten Mal hat er die abgeblockt, beim zweiten Mal hat er stattdessen gedasht einfach. Ich hab gedacht, ich muss ihn vielleicht vorne und hinten treffen. Also halten wir fest für diesen Bosskampf, Phase 1 und 2. Ich bin der absolute Bogenmaster. Ich bin auf dem besten Wege zum Ping-Pong-Master. Und bereit für Toro bin ich auch. Ja, genau. Alter! Das war ja viel leichter als die erste Phase. Ha! Ich sag doch, auf dem besten Weg zum Ping-Pong-Master. Dreh dich doch nicht einfach um. Wie der mich verarscht. Er dreht sich halt immer direkt um. Warum tut er das? Wenn ich mich komplett anschleiche? Nee, funktioniert auch nicht. Wie komme ich denn jetzt hinter den, wenn er sich immer umdreht? Help? So einfach, als ob der so eine Reichweite hat. Alter Falter. Ich finde, das sieht so episch aus. Ich bin wirklich der Bogenmeister. Was? Warum ist er schon tot? Also ja, Pfeile im Arsch ist nicht so angenehm, aber... Okay. Next! Hallo? Oh! Ich will... I wanna fight.
Aber was soll ich nur tun? Euch habe ich es also zu verdanken, dass ich in einem Gemälde eingesperrt war. Königin Hilda. Als Prinzessin von Hyrule kann ich gut verstehen, dass ihr euer Reich bewahren wolltet. Was versteht ihr schon? Ihr hattet stets den Schutz des Triforce. Das ist... Es ist noch nicht zu Ende. Das lasse ich nicht zu. Bitte wartet! Können wir Ravio einfach opfern? Ich persönlich würde jetzt auch gerne so überrascht gucken wie die beiden, aber das wusste ich leider. Das ist was, was mir früher schon gespoilert wurde. Dass Ravio quasi die Link-Version ist aus Lorule. Das ist das, was mich halt extrem ärgert, weil ich glaube, das ist, wenn man es nicht weiß, so ein unendlicher Plot-Twist, dass Ravio quasi, ich sag mal, Link ist, prinzipiell. Nur eben das komplette Gegenteil. Unser Link ist komplett mutig und Ravio ist halt ein Angsthase, wie das eben so ist. Das ist ewig her, der Spoiler. Aber es war tatsächlich so, das war eine Person, mit der ich damals auch noch befreundet war eigentlich, die sich, spontan Ravio ohne Kapuze als Twitter-Avatar eingefügt hat. Und wusste, dass ich das Spiel eigentlich nicht kenne und, dementsprechend wusste ich das dann schon seit sehr langer Zeit. Leute sind manchmal ein bisschen blöd. Es ist schon so ein Big-Uff-Moment irgendwie. Ist ein bisschen schade, weil ich glaube, es ist schon ein Riesenmoment beim ersten Durchspielen, weil man halt, man weiß zwar, okay, es gibt Zelda und es gibt Hilda und denkt sich auch, okay, es muss irgendwo auch ein Gegenstück zu Link vielleicht geben. Denkt aber vielleicht auch einfach, der ist tot. Kann ja sein. Aber dass es tatsächlich Ravio ist, finde ich, ist eigentlich ein sehr schöner Plot-Twist und eigentlich auch. Ja, also nicht jedes Zelda-Spiel hat so große Plot-Twists, dass du erst erfährst, Hilda ist böse, mehr oder minder. Und dann jetzt das mit Ravio, finde ich auf jeden Fall echt cool gemacht. Definitiv, ist ein schöner Überraschungsmoment. Auch im Nachhinein immer noch. Auch ich stamme aus dieser Welt. Vor langer Zeit war ich in Diensten von Königin Hilda. Prinzessin Zelda, Jan. Darf ich ein paar Worte an die Königin richten? Königin Hilda. Du hast dich einfach aus dem Staub gemacht. Das ist nicht deine Textbox. Stimmt. Verkackt. Oh, episches Finale ruiniert. Du hast dich einfach aus dem Staub gemacht. Zu welchem Zweck bist du nun zurückgekommen? Verzeih mir, Königin Hilda. Wie ihr wisst, bin ich ein Schwächling und ein Feigling. Ich vermochte es nicht, euch und Yuga aufzuhalten. Und so floh ich nach Hyrule, um den Helden zu unterstützen. Du gibst also zu, dass du mich verraten hast und diesen Helden zur Seite standest? Wenn ihr es so sehen wollt. Letztendlich ist unser Wunsch derselbe. Lorule soll wieder in alten Glanzen erstrahlen. Aber dürfen wir Hyrule ins Unglück stürzen, um dieses Ziel zu erreichen? Würdest du lieber zusehen, wie Laurel ins Unglück stürzt? Ich verstehe, wie sehr euch Laurel am Herzen liegt. Aber seid ihr sicher, dass dies der richtige Weg ist? Eure Vorfahren hatten einen guten Grund, das Triforce zu zerstören. Ein Ende des schrecklichen Krieges war ihnen wichtiger als seine Macht. Das ist... Aber was ihr nun tut, Hilda, ist nicht genauso schrecklich wie die einstigen Kriege? Königin Hilda, ich sah, wie sehr euch das Schicksal Lorules in Verzweiflung stürzte und wollte euch retten. Königin Hilda, lasst uns diesen Wahnsinn beenden. Ohne das Triforce mag Lorule dem Untergang geweiht sein. Aber es ist immer noch unser Reich.
Prinzessin Zelda, es scheint, dass die Macht des Triforce mich blind gemacht hat. Ich bin nicht würdig, die Königin von Laurel zu sein. Königin Hilda? Jan, du besitzt wahren Mut. Das Triforce gönnt eine Welt, in der aufrechte Menschen wie du leben. Ich werde euch beide zusammen mit dem Triforce in eure Welt zurückschicken. Dies ist unser heiliges Reich. Yuga war der Erste, der diesen Riss bemerkt hat. Wir erfuhren, dass sich auf der anderen Seite ein weiteres Triforce befand und ersonnen unseren Plan. Jan, gib mir den Arm, Ralf. Die Kraft im Armreif dürfte noch dafür ausreichen, euch nach Hyrule zurückzuschicken. Jan, Held von Hyrule, ich wollte werden wie du. Jan, kannst du mich hören? Bitte öffne die Augen. Bist du verletzt? Jan, sieh, dort! Wir sind zurück. Gut, Jan, gehen wir. Königin Hilda, ihr trachtetet nach Hyrule's Triforce, um euer Reich zu erretten, oder? Jan, dank dir ist das Triforce von Hyrule wieder vereint worden. Ich weiß, dass du seine Macht zum Guten hinlenken kannst. Es bleibt uns nur noch eines zu tun. Jan, unsere Herzen tragen den gleichen Wunsch in sich, oder? Darf ich mir eine Kreuzfahrt wünschen? Aber in welchem Meer? Im Hyliasee? Na, ich glaube, Laurel könnte ein ganz schönes Meer haben, wenn man es denn wieder herstellt.
Danke, Prinzessin Zelda. Und Jan. Danke, Jan. Ich wollte gerade sagen, dich wollen wir ja nicht vergessen. So, The Legend of Zelda. A Link Between Worlds. Guck mal, jetzt ist auch noch golden geworden. Ja. Damit sind wir durch. Das ging jetzt am Ende tatsächlich flotter, als ich gedacht hätte. Das hast auch den Boss richtig gut weggeknallt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Ende auf die dritte Phase gewartet, weil die zweite Phase doch eigentlich sehr leicht war und auch die erste war eigentlich nicht sonderlich anspruchsvoll, außer dass er viel Schaden gedrückt hat. Ja, du bist ja aber auch auf den letzten Schuss sehr, sehr schnell gekommen. Ja gut. Ich hing da, glaube ich, echt gefühlt ewig dran, bis ich mal auf die Idee komme, mal in die andere Richtung zu schießen. Die Sache ist, die erste Phase hätte man bestimmt eleganter machen können, ein bisschen mehr blocken und so. War eine schöne 101-Phase. Ich habe ihn mit dem Bogen tot gespammt, nennt mich Sniper Svenny. Viel Snipern habe ich zwar nicht gemacht, aber trotzdem. Das Ping-Pong fand ich ein bisschen anstrengender am Anfang, weil es halt echt wirklich sehr schnell kam zwischenzeitlich. Aber als ich den Dreh einmal raus hatte und die zwei Kugeln am Ende fand ich tatsächlich leichter als die davor, weil die ein bisschen langsamer waren. Und gut, das Mitte in der Wand, nachdem ich festgestellt habe, dass ich ihn von hinten treffen muss und er sich einfach nicht umdrehen wollte, dachte ich mir, testen wir mal, wie weit die Reichweite ist. Vielleicht geht sie ja einmal drumherum. Und siehe da, hat funktioniert. Also so fand ich den Endbosskampf eigentlich nicht so sonderlich schwer. Aber auf jeden Fall sehr schön inszeniert. Also gerade die Tatsache, dass Hilda das alles so ein bisschen geplottet hat, dass sie uns quasi so ein bisschen auf diese Reise geschickt hat, auch Yuga losgeschickt hat, damit wir eben letztendlich unser Triforce auch erwecken. Das mussten wir überhaupt erstmal schaffen, dass sie es dann eben nehmen kann. Das war ein schöner Plot-Twist auf jeden Fall am Ende nochmal. Aber Hilda ist sehr cool, finde ich. Vor allem ist es mal, es ist eine sehr edgy Zelda, ohne dass du eine hast, die zum Lachen in den Keller geht. Wie manch andere. Und das mit Ravio ist auch auf jeden Fall ein schöner Moment. Also ich finde tatsächlich von der Story her ist A Link Between Worlds sehr weit vorne dabei. Also es gibt, klar, jedes Zelda-Spiel hat eine gewisse Story, aber ich finde, die hat eigentlich besonders viel Tiefe und besonders viele Plot-Twists eigentlich, gerade in Bezug aufs Ende. Also deswegen storytechnisch echt schön und das Ende war halt echt schön gemacht. Ne? Ich meine, es war vielleicht ein bisschen klischeehaft, dass wir uns natürlich dann wünschen, dass das Triforce nach Laurel zurückkehrt. Wer übrigens die Anspielung mit der Kreuzfahrt verstanden hat, kann sich gerne einen virtuellen Keks abholen, Bakai. Hast du sie verstanden? Nee. Okay. Keine Kekse für dich. Gut. Aber auf jeden Fall war das Ende echt schön gemacht. Also auf jeden Fall auch sehr emotional, wie gesagt, wenn auch irgendwie vorhersehbar, aber fand ich sehr, sehr schön gemacht. Guck mal, Virgil kann sich schon mal einen Keks abholen. Das Ende von Dragon Ball Super, von dem Turnier. Ah! Ach Mann. Aber ansonsten ist es ein sehr schönes Spiel, finde ich. Also ich finde, es sieht sehr hübsch aus. Es ist zwar, ich sag mal, nur ein 3DS-Spiel, aber ich finde, es ist sehr hübsch. Sehr viele schöne Details. Finde auch die Bilder eigentlich ganz schön gemacht, wenn man so in der Wand drin ist. Hyrule sieht sehr schön aus, Laurel sieht sehr schön aus, die Dungeons sind cool. Die Musik, gerade in Laurel, ist richtig, richtig gut. Ich war ein bisschen skeptisch mit dem Gameplay, mit den Items, aber das hat letztendlich tatsächlich sehr gut funktioniert. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass sie mir nicht sofort alle Items spoilern, Baravio. Aber das war tatsächlich sehr gut umgesetzt. Mai Mai Super hat sehr viel Spaß gemacht. Also so. Aber ich glaube, so mein Highlight waren echt die Dungeons. Also die waren eigentlich durchweg echt spaßig, finde ich. Willst du mal mit einer Liste in die Dungeons durchgehen? Können wir gleich machen. Nee, aber wie gesagt, ansonsten alles echt schön. Würde ich auch nochmal spielen. Und das soll bei mir was heißen, weil Zelda ist nicht unbedingt immer so das, wo ich so begabt drin bin. Deswegen, wenn es Zelda-Teile sind, wo ich mich schwer tue, dann drücke ich mich gerne vor einem zweiten Mal. Aber das würde ich hier tatsächlich machen. Das nächste in meinem hellen Modus? Nein. Weil ich fand mich tatsächlich, und das sage ich sehr selten über mich selbst, ich fand mich gut. Also gerade so bei Zelda bin ich immer sehr selbstkritisch.
Aber ich fand, ich habe mich gut geschlagen. Besser eigentlich als in den meisten anderen Zelda-Teilen, die ich bis dato gespielt habe. Klar, hier und dort habe ich ein bisschen Hilfe gebraucht. Logisch, mal ein paar Tipps. Aber ich habe jeden Boss alleine gemacht. Ich habe nicht einmal, wie bei Link's Awakening oder bei Minish Cap, an dich abgegeben. Ich habe alles selber gemacht, außer den scheiß Steinbruch. Aber den hätte ich irgendwann auch selber hingekriegt. Von daher gesehen, fand ich es jetzt auch nicht so schwer. Also klar, es gab viel zu tun, es gab viele Bosse, es gab viele Dungeons. Aber unterm Strich war das schon ein echt gutes Spiel. Also ist definitiv von den 2D-Zeldas mein liebstes. Und insgesamt sehr weit oben. Also kann sich irgendwo mit Twilight Princess um den ersten Platz prügeln, glaube ich. Nice. Also das ist schon echt gut gewesen. So, und das Master Sword ist auch wieder eingesteckt. Komme ich jetzt... Ah, nein, das untere blenden wir aus, das sieht keiner. Bitte noch einstellig, vielleicht, eventuell. Geil! Nur einen, echt? Echt? Nein. Ja, bei dem Boss, bei dem einen Boss, den ich nicht geschafft habe. Stimmt, der im Diebesversteck. Ja. Wo du keine Feen hattest. Genau, weil ich keine Heilung hatte. Das war mein einziges Game Over. Stimmt, warum habe ich gerade gesagt, bitte nur einstellig? Aber klar, ich bin gar nicht oft gestorben eigentlich. Aber ich habe gut Rubine gesammelt. Ja. Ja, nur, ne? Nimmt man. Nein! Komme ich jetzt wieder ins Hauptmenü? Jawohl. Sieht das jetzt auch ein bisschen anders aus? Eigentlich? Im Lore-Rasse quasi. Ja. Okay, aber wir haben 20 Herzen. Das heißt, wir haben alle Herzteile und Herzcontainer geholt. Wir haben alle Mai-Mais gesammelt. Gut, alle Gewänder. Das Schwert ist bis zum Maximum aufgewertet. Alle Dungeons geschafft. Also bin ich echt zufrieden mit. Vor allem, weil ich mir anfangs gar nicht sicher war, ob wir wirklich 100% machen. Gut, wir haben diese Arena da nicht gemacht, ne? Aber gut. Aber so, wie gesagt, Gameplay schön, optisch schön, Musik schön, Charaktere, Story. Und wie gesagt, die Dungeons, die mir halt so wichtig sind. Was haben wir denn da? Mal gucken, ob ich mich noch erinnere an die Dungeons. Der Ostpalast. Das war der erste Dungeon. Mit Yuga als Boss. Gut, der war ja recht simpel. Das war so ein ganz typischer erster Dungeon. Aber da musste man viel mit der Perspektive, glaube ich, arbeiten. Direkt recht früh. Aber so war der ganz cool. Dann das Haus des Windes mit Margumil. Wer war Margumil? Dieses Ding, was sich dreht und wo du auf dem drauf hüpfen musst, wo das Auge oben auf dem Kreis drauf ist. So Riesenkreise. Mit dem Tornado-Stab? Ja. Ah, den Boss fand ich nämlich sehr stylisch, weil ich den nämlich auch direkt durchschaut habe. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Mhm. War, glaube ich, auch ganz nett. Also war ein guter Dungeon, um den Tornado-Stab mal ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Und der Boss war auch ganz gut. Dann dein Lieblingswort des ganzen Projektes, Heras Turm. Als ich mir den Namen einmal gemerkt habe, habe ich den nie wieder losgelassen. Nee. Weil Heras Turm war für dich erst ganze Todesberg Lorule immer. Es war immer alles Heras Turm da oben. Alles ist Heras Turm. Mit Moldorm. Wie sah der Dungeon von innen so ein bisschen aus? Hochklettern. Immer weiter. Was war das Dungeon-Item? Der Hammer. Ach, das mit dem, wo man hochjumpen musste. Aha. Fand ich eigentlich auch ganz witzig. Und Moldorm ist halt geschenkt als Boss. Moldorm ist immer geschenkt. Und wenn er nicht geschenkt ist, kannst du ihn schießen. War auch nett. Dann Schloss Hyrule mit dem zweiten Yuga-Kampf. Das jetzt? Nee. In Hyrule. Schloss Hyrule. Ach so, das, wo er dann die Blitze auch geschießt hat und geschossen hat. Ja, war da. Der Skelettwald mit der Panzerhand. Nein. Also der Skelettwald war kein schlechter Dungeon, aber ich fand den sehr basic, weil ich habe das Gefühl gehabt, der hat sich nur auf diese Todesgrabscher verlassen eigentlich fürs ganze Design. Also in der Liste steht er sogar als allererster drin. Fand ich halt, der Dungeon selbst war super easy. Den Boss fand ich ein bisschen anstrengend mit dem verschwindenden Boden. Also wahrscheinlich der Dungeon, den ich wirklich am wenigsten mag, aber dennoch nicht schlecht. Dann das Diebesversteck mit Stalbind. Ja, das war der Boss, wo ich einmal draufgegangen bin. Und die Escort-Mission. Ich überlege gerade, wie muss man den Boss nochmal machen? In sein Schild rein, ne? Mhm. Der Boss war eigentlich cool, wenn man ihn nicht gerade facetankt, so wie ich. Mhm. Und die Escort-Mission fand ich eigentlich auch ziemlich gut umgesetzt. Klingt immer so ein bisschen grauenhaft, aber war gut. Dann der Wüstentempel mit Saganaga. Das war die Pflanze, wo man die Wege machen muss. Mhm. Den Wüstentempel fand ich sogar richtig gut. Rip Sandstab, dafür, dass er fast nie in diesem Spiel benutzt wurde, außer in diesem einen Dungeon. Ja, und sonst
Vielleicht noch für ein, zwei Mal, Meister, und sonst gar nicht. Aber der Wüsten, doch, der Wüsten-Dungeon, den fand ich ziemlich gut. Der ist, glaube ich, recht weit vorne. Der Sumpfpalast mit Argus. Und dass ich das mal über einen Wüsten-Dungeon sage. Das wäre der Wasser-Dungeon mit dem Enterhaken. Achso, den fand ich ein bisschen kniffliger tatsächlich, weil der nicht so linear war. Aber den mochte ich auch sehr gerne. Und ich fand den Boss super witzig. Den haben wir jetzt ja vor kurzem nochmal gehabt. Mhm. Also der Boss macht echt Spaß. Dann der Schildkrötenfelsen mit Grinex. Grinex? Diese... Ach, das Ding, was man einfrieren musste, ne? Und dann draufknüppeln. Ja, das Ding, was in der Lava erst war und dann oben hochkommt. Ja. Der war auch echt nice. Insgesamt. Dann der Palast der Dunkelheit mit dem Maskenkönig. Der Maskenkönig? Was war das nochmal für ein Boss? Es war nicht der Helmarock King. Nee. Die Bombenechse? Ja. Mit der Maske und dann mit den ganzen Juwelen drin. Also der hatte mit die beste Atmosphäre, finde ich. Aber ist auch eher so Mittelfeld insgesamt, weil ich das mit der Lampe wegstecken immer etwas anstrengend fand. Aber so auch schön. Die Eisruine mit Darkstare. Hätte vielleicht ein bisschen weiter vorne in meiner Liste sein können, weil ich es doch sehr verwirrend fand mit diesem ständigen Hin und Her. Aber hat mir insgesamt auch gut gefallen und den Boss fand ich auch cool. Und Schloss Lorule mit Yuga in der Ganon-Form. Ja gut, das war ein schöner Final Dungeon auf jeden Fall. Also ich glaube, ich würde sogar sagen, so auf Platz 3 ist vielleicht der Wasser-Dungeon für mich. Da habe ich mich zwar ein bisschen schwer mitgetan, aber den mochte ich trotzdem. War das der Sumpfpalast? Platz 2, denke ich, teilen sich bei mir der Wüstenpalast und die Eisruine. Weil ich beides echt gut fand, auch mit den Bossen. Mhm. Und Platz 1, möchtest du raten? Schloss Lorule. Das zähle ich nicht, weil es der Final Dungeon ist. Der Palast der Dunkelheit? Was? Nein, Platz 1 ist für mich der Schildkrötenfelsen. Ah, okay. Den fand ich, glaube ich, tatsächlich mit am stylischsten, weil man den Eisstab so gut benutzen konnte. Ich fand diese ganzen Rätsel voll cool da drin und ich mochte den Boss richtig gerne. Also ich glaube, die 4 wären so meine liebsten Dungeons. Auf jeden Fall. Hätte ich gar nicht gedacht, dass Turtle Rock ganz oben landen wird, aber ja. Und Schloss Lorule war auch cool am Ende. Aber unterm Strich muss man halt einfach sagen, ich liebe Dungeons in Zelda-Spielen und das Spiel hat einfach nur gute Dungeons gehabt. Dementsprechend hatte es auch sehr gute Karten. Willst du einen witzigen Funfact zu der Welt von dem ganzen Spiel überhaupt? Ja. Kannst du davon nochmal ins Spiel reingehen, weil da kann ich es dir besser zeigen, weil es ist witziger dann. Wer ist da der Letzte? Der Feuer. Ach so, ja. Ah, ist die Eisruine echt die Letzte? Anscheinend. Gehen wir dafür am besten nochmal nach Hyrule. Einfach nach unten raus und da ist ja dein Haus direkt. Mhm. Das ist besser, wenn man sich es einfach mal anguckt. Okay. Denn diese Welt ist nicht gerade, die ist nämlich komplett schief. Inwiefern? Ich zeig's dir. Gehen wir mal nach Hyrule einmal rüber. Ja. Und am besten da, wo die Maimais sind, in die Richtung gleich dann. Aber erst nach Hyrule. Ja. Gut. Das wäre jetzt zumindest ein Ort, wo es mir direkt einfällt, wo man das ganz gut zeigen kann. Nee, aber so echt unterm Strich ist es, glaube ich, echt eins meiner liebsten Zelda-Spiele geworden. Hätte ich gar nicht gedacht, weil 3DS schreckt mich immer so ein bisschen ab, gerade so zum Streamen. Weiter runter an dem Haus vorbei. Und gerade auch, wenn man die Switch gewohnt ist. Und bitte aber gleich das Gras nicht kaputt machen, wenn du unten an den Gegnern vorbei bist. Mhm. Aber es ist echt schön. Auf jeden Fall. So, da war. Mhm. Sieht man das von hier aus? Du siehst eventuell, dass die alle so ein bisschen schief sind. Das Gras? Ja, das wächst ja so ein bisschen zur Seite hin. Ah ja, jetzt sehe ich's. Damit du von der Ansicht aus, dass es aussieht, als wäre es von oben. Das heißt, die ganze Welt ist so ein bisschen nach hinten gekippt, damit es für dich aussieht, als würdest du von oben drauf gucken. So aus der Vogelperspektive. Das ist witzig. Also auch das Haus zum Beispiel ist alles so ein bisschen nach hinten gekippt. Und warum weißt du das? Weißt du, ist mir mal aufgefallen, als ich in die Wand gegangen bin. Ach so. Und dann habe ich gesehen, warum ist das Gras schief? Karl-Heinz Friedrich! Und man hat es auch gerade im Startmenü ganz gut sehen können, weil da hast du wirklich die Aufsicht von oben gehabt, dass alles nach hinten gekippt ist. Oh.
Ja, so unterm Strich war ich ein bisschen skeptisch, weil wie gesagt, 3DS ist mittlerweile nicht mehr so meine liebste Konsole und dann ist auch alles aus der Vogelperspektive, was so ein bisschen ungewohnt ist, aber es ist echt ein sehr, sehr schönes Spiel. Mhm. Ich könnte jetzt spontan gar nicht sagen, ob ich Twilight Princess oder dieses Spiel hier besser finde. Der ganz große Pluspunkt von diesem Spiel ist, wir haben, glaube ich, keine einzige Spinne gesehen. Das finde ich ganz nett. Aber so ist es echt schön. Bin echt gut durchgekommen. Und der Chat hat auch immer ganz viel positive Energie geschickt. Ich meine, fairerweise, der Chat war, glaube ich, so gehypt, / unterstützend. Wenn ich mit Link auf den Boden gekackt hätte, hättet ihr auch einfach alles gehypt. Also, ich hätte auf den Boden kacken können und der Chat wäre voller Hype gewesen. Also, ihr habt jede meiner Tätigkeiten gehypt. Egal, wie schlecht oder unbedeutend sie war. Ihr habt alles gehypt, was ich getan habe. Also, oh, du hast einen Gegner mit dem Schwert getroffen. Yay, gut gemacht. Also das war ganz süß zu beobachten, tatsächlich. Aber ja, finde ich schön, dass der Chat auf jeden Fall so positiv war. Wir hatten zwischendurch ein bisschen Mai Backseat Gaming, aber ansonsten war es eigentlich echt ein sehr angenehmes Projekt. Ich hoffe natürlich, dass ihr auch Spaß gehabt habt beim Zugucken. Das Problem ist, wir haben jetzt nicht mehr so viele Zelda-Spiele, die man nachholen könnte. Aber ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass wir das noch nachgeholt haben. Weil das hätte ich, glaube ich, echt vermisst. Und Sagalon, danke, dass du zum Abschluss nochmal 5 Subs verschenkt hast. Super, super lieb von dir. Also ja, war ein sehr schönes Projekt. Bin ich sehr glücklich mit. Hätte ich auch gerne noch ein bisschen weitergespielt, aber ich glaube, wir hatten auch so schon genug Dungeons. Das heißt, ich kann das Spiel beim nächsten Mal Gracie tatsächlich zurückgeben, nachdem es jetzt Jahre bei mir im Schrank lag und ich es nie gespielt habe, bin ich doch echt froh, dass ich es jetzt gemacht habe.